Vor mehr als 50 Jahren wurde Skippy, das Buschkänguru, als australische Antwort auf Lassie gedreht. Später diente die Serie als Grundlage für die Zeichentrickserie Skippy, der Buschpilot. Wir verraten euch, was aus den Darstellern der Originalserie geworden ist. Der beste Freund des pfiffigen Buschkängurus Skippy ist Sonny. Dargestellt wurde der Junge von Gary Pankhurst. Nach dem großen Erfolg der Tierfilmserie kehrte Pankhurst der Schauspielerei den Rücken. Seine berufliche Laufbahn führte ihn laut Internet Movie Database stattdessen ins Restaurant- und Hotelmanagement. Ich habe immer versucht, dem Skippy-Thema auszuweichen, während ich versucht habe, ein normales Leben zu leben, erklärte der Australier 2009 in der Doku Skippy, Australia's First Superstar. Für den Kinderstar war sein damaliger Ruhm schlichtweg überwältigend. Er habe 35 Jahre gebraucht, damit klarzukommen, was Skippy bedeutete und was sein Part in der Serie war. Sonny lebt in dem Tierserienklassiker gemeinsam mit seinem Bruder Mark und seinem Vater Matt Hammond im Warrator National Park, wo sie die Abenteuer mit dem Känguru erleben. Im Gegensatz zu Pankhurst spielte der Mark-Darsteller Ken James insbesondere in den 70ern und 80ern in weiteren australischen Serien wie Barrier Reef mit. Bis heute tritt der Anfang 70-Jährige im TV auf, geht aber größtenteils anderen Tätigkeiten nach. So unterstützte James jahrzehntelang die viktorianische Polizei mit Motivations- und Kommunikationstrainings oder trat als TV-Koch auf.